Unicornbike. Fahrrad auspacken. Schneiden Sie die Umreifungsbänder mit einer Schere durch. Scannen Sie den QR-Code, um sich das Montagevideo anzuschauen. Öffnen Sie Ihre Verpackung. Und entfernen Sie die Metallklammern. Heben Sie den Deckel. Entnehmen Sie Ihr Zubehörkarton und Ihr Fahrrad aus der Box. Schließen Sie den Deckel der Verpackung und stellen es zur Seite. Das Zubehör. Erforderliches Zubehör für Ihr Fahrrad. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie die Zubehörteile heraus. Sattel, Pedale, Vorderreflektor, Werkzeugtasche, Klingel, Lenkerabdeckkappe. Sattelstütze. Benutzerhandbuch. Schere, Schraubendreher, Maulschlüssel, Inbusschlüssel. Fahrrad entpacken. Schneiden Sie die Kabelbinder vorsichtig mit einer Schere vom Befestigungspunkt des Fahrrads durch. Trennen Sie das Vorderrad vom Fahrrad und legen Sie es zur Seite. Schneiden Sie die Schutzfolien am Lenker durch und ziehen diese ab. Entfernen Sie die Schutzkappen am Hinterrad. Und die gesamte Schutzverpackung. Legen Sie das Fahrrad auf den Boden und lösen Sie die Achsmuttern zuerst mit einem Maulschlüssel, dann mit der Hand. Entpacken Sie das Vorderrad. Lenkermontage. Entfernen und entsorgen Sie die Kunststoffabdeckung am Ende des Lenkervorbaus. Schieben Sie den Lenker mindestens bis zur gekennzeichneten Markierung ein. Bitte beachten Sie, dass das Überschreiten der Markierung dem Fahrer kein angenehmes Fahrerlebnis bietet und ein Sicherheitsrisiko darstellt. Setzen Sie nun die Spindel ein und drehen es mit dem Imbusschlüssel fest. Achten Sie darauf, dass der Lenker zentriert ist. Setzen Sie nun die Lenkerabdeckkappe auf. Lockern Sie die Lenkerschraube ein wenig und bringen Sie den Lenker auf die richtige Position. Ziehen Sie anschließend die Schraube mit dem Imbusschlüssel wieder fest. Drehen und lockern Sie die Schraube des Bremshebels leicht mit dem Imbusschlüssel auf. Die Bremshebel sollten mit Ihrem Arm gleichmäßig ausgerichtet sein. Nachdem Sie den Bremshebel ausgerichtet haben,
ziehen Sie ihn mit dem Imbusschlüssel im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie darauf, dass Ihre Handgelenke in der Bremsposition auf dem Lenkergriff aufliegen, ohne sich zu beugen. Vorderradmontage. Lösen Sie zuerst die Bremse. Nehmen Sie das Vorderrad und achten Sie vor der Montage auf die Rotationsmarkierung am Reifen. Lösen Sie die Achsmuttern und Sicherungsscheiben mit der Hand und setzen Sie das Rad in die Vordergabel ein. Stellen Sie den Ständer auf und setzen Sie die Sicherungsscheibe in das Sicherheitsloch ein. Drehen Sie nun die Achsmuttern zuerst mit der Hand und ziehen Sie dann mit dem Maulschlüssel fest. Achten Sie darauf, dass der Reifen mittig auf der Vordergabel sitzt und ziehen Sie beide Radmuttern gleichmäßig mit dem Maulschlüssel im Uhrzeigersinn fest. Vorderreflektor und Schutzblechmontage. Entfernen Sie die Schraube mit dem Imbusschlüssel an der Vordergabel. Nehmen Sie das Vorderlicht und schieben Sie die Schraube zuerst durch das Licht, dann von der Vorderseite der Vordergabel in das Loch ein. Setzen Sie die Schraube sowie die Mutter ein und drehen diese fest. Das Vorderlicht muss nach vorne zeigen und 5 Grad vertikal montiert sein. Ziehen Sie die Schraube vorne mit dem Imbusschlüssel fest. Entfernen Sie die Schrauben an der Vordergabel. Stecken Sie dann die Schraube durch das Loch im Schutzblechdraht. Ziehen Sie die Schraube dort mit dem Imbusschlüssel wieder im Uhrzeigersinn an, wo Sie die Schraube entfernt haben. Legen Sie nun die Kabelführung auf den Bremssatz. Klingelmontage. Lösen Sie die Schraube an der Klingel. Den Ring der Klingel mit beiden Händen, sodass es auf den Lenker montiert werden kann, auseinanderziehen. Stecken Sie die Schraube durch das Loch in der Klingel und drehen es mit einem Schraubendreher in die richtige Position und ziehen es im Uhrzeigersinn fest. Pedalmontage. Wichtig, jedes Pedal ist anders. Am Ende des Gewindes befindet sich die Beschriftung R für rechts und L für links. So können Sie beide Pedale unterscheiden. Das rechte Pedal wird an der Tretkurbel rechts zuerst mit der Hand, dann mit einem 15 mm Maulschlüssel im Uhrzeigersinn befestigt. Das linke Pedal wird an die Tretkurbel links mit der Hand, dann mit dem Maulschlüssel gegen den Uhrzeigersinn befestigt. Sattelmontage. Nehmen Sie den Sattel, führen Sie den schmalen Teil der Sattelstütze durch die Klemme des Sattels.
stellen Sie sicher, dass die Sattelstütze auf dem Sicherheitsteil der Klemme aufliegt und der Sattel eben ist. Dann beide Achsmuttern gleichmäßig mit dem Maulschlüssel im Uhrzeigersinn festziehen. Um den von Ihnen vorbereiteten Sattel auf das Fahrrad zu montieren, drücken Sie leicht auf den Rahmen, damit der Sattel einrastet, und lassen Sie den Sattel einfahren. Achten Sie auf die gekennzeichnete Markierung, nachdem die Sattelstütze in den Rahmen eingefahren ist. Das Überschreiten der Markierung bietet dem Fahrer kein angenehmes Fahrerlebnis und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Achten Sie darauf, den Sattel und den Lenker zu zentrieren. Nehmen Sie die Vordertasche, öffnen Sie die Klettverschlüsse und binden Sie die Tasche am Lenker fest. QR-Code scannen. Scannen Sie den QR-Code, um auf unseren Service-Center-Portal zu gelangen. Dort finden Sie wichtige Infos zu all unseren Modellen sowie Montage- und Einstellungsvideos. Jetzt sind Sie fahrbereit. Gute Fahrt!